Atatauille mit Lammzubereitung gleich K 755 Kilokalorien 54 Gramm EW 57 Gramm F 12 Gramm KH. Je zwei Personen, Aubergine, Klammer auf ca. 200 Gramm Klammer zu, Ebel 1 Knoblauch 10 rote und gelbe Paprikaschote 2 kleine Zucchini, Klammer auf je ca. 100 Gramm Klammer zu, 1 große Fleischtomate 4 Esslöffel Olivenöl 1 gehäufter TL getrocknete Kräuter der Provence 6 bis 8 Lammkoteletts, Klammer auf je ca. 70 Gramm Klammer zu, frisch gemahlene Pfeffer. 1. Die Aubergine putzen, waschen, erst in ca. 1 cm dicke Scheiben und diese in 1 cm große Würfel schneiden. In ein Sieb geben, mit ca. 1 türkische Lira Salz bestreuen und 10 Wasser ziehen lassen. Inzwischen die Zwiebel schälen, halbieren und in Spalten schneiden, Klammer auf siehe Spickzettel, Klammer zu. 1. Knoblauchzehe schälen und fein hacken, Klammer auf siehe Spickzettel, Klammer zu. Die Paprikaschoten halbieren, Stiel, Trennwände und Kerne entfernen. Die Hälften waschen und in Stücke schneiden. Die Zucchini waschen und ohne Stielansätze in Scheiben schneiden. Die Tomate waschen und ohne Stielansatz ca. 1 cm groß würfeln. 2. Die Auberginenwürfel ausdrücken und mit Küchenpapier trocken tupfen. Eine Pfanne auf mittlerer Stufe erhitzen, 1 Esslöffel Öl hineingeben und die Auberginenwürfel, darin 3 bis braten. Auberginen herausnehmen und die Pfanne mit Küchenpapier auswischen, 3 einen Schmortopf auf mittlerer Stufe erhitzen und 2 Esslöffel Öl hineingeben. Zwiebel und Knoblauch darin anbraten. Paprikaschoten und Zucchini dazugeben und 3 unterrühren mit braten. Aubergine, Tomate und die getrockneten Kräuter dazugeben und zugedeckt bei kleiner Hitze 10 schmoren lassen. Mit Salz und Pfeffer würzen. Inzwischen die Lammkoteletts kalt abwaschen, mit Küchenpapier trocken tupfen, salzen und pfeffern. Die ausgewischte Pfanne wieder erhitzen und das übrige Öl, Klammer auf 1 Esslöffel Klammer zu, hineingeben. Die übrige Knoblauchzehe ungeschält zerdrücken und in die Pfanne geben. Die Lammkoteletts auf jeder Seite ca. 2 braten. Das Ratatouille auf 2 Teller verteilen und die Lammkoteletts darauf anrichten. Varianten: Die kleinen Stielkoteletts für dieses Rezept bekommt man in türkischen Läden. Wenn Sie nur die doppelt geschnittenen bekommen, reichen 2 pro Person. Diese haben im Allgemeinen einen ziemlich dicken Fettrand. Braten Sie diesen ruhig mit und schneiden ihn, falls gewünscht, erst auf dem Teller ab. Das Fett verleiht den Koteletts beim Braten ein gutes Aroma und hält sie außerdem schön saftig. Noch feiner, aber nicht ganz billig, ist Lammrückenfilet, ein Filet, Lamm.